Seit Jahren habe ich davon geträumt, in einem eigenen Haus mit Pool im Süden zu leben. Letztes Jahr wurde es dann konkreter und ich habe angefangen, ein Haus auf Mallorca zu mieten. Und das hat mir so gut gefallen, dass es jetzt ernst wird. Ich kaufe ein Haus und um diesen besonderen Moment in meinem Leben festzuhalten, mache ich dieses Video. Los geht's hier am Flughafen von Palma de Mallorca. Und ich habe ein kleines Upgrade gerade bekommen. Schaut euch mal den schönen kleinen Sitzer hier an. Das geht aber auch nur, weil ich alleine unterwegs bin. Selbst mein Mini-Koffer muss hier auf dem Beifahrersitz, denn der Kofferraum hier vorne ist so unendlich klein. Schau dir das an. Gerade mal mein Rucksack geht dahin. Also man hat hier hinten noch einen, aber hier ist schon die Klappe. Okay, das ist ein Ticken größer, aber mein Koffer passt da auch nicht rein. Einfach so wie ein Hot Rod hier. So, Klappe zu. Aber für mich alleine wird das, glaube ich, jetzt ganz lustig. Ich weiß nicht, ich muss meinen Schlüssel da so reinsliden. Oh ja, dann geht's an. Oh yes. Also ich meine, das ist eh schon eine sehr besondere Reise für mich, aber die beginnt jetzt auch hier besonders gut. Auf zum Hotel. Hier schlafe ich. Das letzte Mal im Hotel auf Mallorca. Hello. Hi, how are you? I'm good, thank you. Angekommen. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Das ist also mit der größte Schritt in meinem Leben, den ich je gemacht habe. Deswegen jetzt erstmal gut ausruhen und dann geht's morgen zum Tag. Und dann damit guten Morgen aus Palma, Leute. Schaut euch mal das Monster hier an. Ich habe mich schon den ganzen Morgen drauf gefreut. Zusätzlich hier frischer spanischer Orangensaft. Ah, ich bin wie jetzt schon zu Hause. Plan für heute. Kurzes Frühstück jetzt natürlich. Und dann muss ich zum Notar. Es gibt zwei Notartermine heute und morgen, die ich für den Hauskauf machen muss. Also, let's go. Die Sonne scheint, 25 Grad. Und da oben ist mein Anwalt und Notar ist hier unten. Yes, boys! Notartermin Nummer 1 geschafft und jetzt habe ich noch fast den ganzen Tag frei, weil in Spanien hat man halt so 24 Stunden vor dem Notarverkaufstermin muss man so einen Termin machen, wo einem nochmal so Banksachen erklärt werden. Ich habe da drin jetzt nicht gefilmt, weil wäre ein bisschen unangenehm gewesen, aber ja, hat alles gepasst und jetzt habe ich noch einen halben Tag frei, wo ich ein bisschen hier, würde ich mal sagen, mit dem Auto hier über die Insel düsen kann, wenn ich schon mal so eins habe. Und ich wollte mir nochmal ein bisschen Möbelgeschäft angucken. Dann machen wir jetzt. Was sagt ihr? So eine riesen Couch hier, wo man drauf liegen kann. Bisschen unnötig, aber irgendwie auch ein bisschen nice. Ich dachte gerade, shit, wo ist mein Auto? Weil hinter dem hat man es nicht richtig gesehen. Aber da ist er. Da steht er. Und habe ich nicht nice geparkt, inklusive Meerblick da hinten. Erstmal genug Möbel angeschaut. So ein paar Vorstellungen habe ich schon bekommen, aber jetzt wollte ich nochmal so ein bisschen Natur haben. Schaut es euch an. Das ist das, was ich auch an Mallorca so liebe. Nicht nur, dass du natürlich sehr viele Sonnenstunden im Jahr hast und schöne Temperaturen. Wir gehen jetzt sogar auf die 30 Grad so einfach gerade. Ist so krass. Aber eben auch, dass du hier das Tramuntana-Gebirge hast, was so grün ist. Also allgemein, du hast so viel Grün auf dieser Insel. Du bist mitten in der Natur. Da oben laufen sogar Bergziegen gerade rum. Das Meer ist auch nicht weit weg. Das ist der Hammer und wir haben einfach April. Aber Leute, so ein Haus finanziert sich auch nicht von ganz alleine. Und auch ich habe so einen Teil der Summe bei einer Bank aufgenommen. Ist auch bei Häusern, jetzt sage ich mal, eigentlich fast immer sinnvoll, wenn man das macht. Außer man wird irgendwie als Multimillionär geboren. Aber deswegen bin ich sehr dankbar, dass NordVPN mich auch heute wieder hier unterstützt. Und nebenbei könnt ihr mit denen auch noch etwas sparen. Denn ich habe schon häufiger von NordVPN erzählt. Denn jetzt heute zum Beispiel bei mir auch, ich bin im Hotel, gehe ins Hotel WLAN rein. Ist das wirklich sicher? Guckt da irgendjemand mit drauf und so weiter. Alleine schon, wenn ich meine Mails mache. Und deswegen nutze ich insbesondere auf Reisen immer sehr gerne ein VPN. Und wen benutze ich da? NordVPN. Weil NordVPN ist der schnellste VPN-Anbieter auf dem Markt. Was ich euch aber, glaube ich, noch nie erzählt habe, ist, dass ihr mit einem VPN auch Geld sparen könnt für Reisen. Denn ganz häufig ist es so, wenn ihr zum Beispiel einen Flug bucht oder ein Hotel bucht, dann ändert sich der Preis je nachdem, wo ihr seid. Also der Anbieter denkt sich dann, ah, das ist irgendwie ein Deutscher, der hat ganz gut Geld, dann setzen wir mal hier den Flugpreis ein paar Euro hoch. Während wenn man exakt dasselbe Ticket irgendwie aus Südamerika auskauft, ist es eine Ecke günstiger. Ich packe euch mal einen extra Link in die Beschreibung. Das ist so ein Ganze so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie das funktioniert, wie man sparen kann mit einem VPN-Anbieter. Also bei eurer nächsten Reise probiert es auf jeden Fall aus. Da könnt ihr eigentlich fast immer ein paar Euro sparen. Und wie immer, NordVPN ist super einfach. Mit einem Klick gehst du rein, gibt es für fast alle Geräte. Benutzt meinen Link unten in der Beschreibung. Damit bekommt ihr 4 Monate kostenlos, wenn ihr euch für den 2-Jahres-Plan entscheidet. Also damit spart man auch nochmal ordentlich. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank für die Unterstützung NordVPN. Ich schaue jetzt mal, ob ich einen Weg zurück zum Auto finde. Und dann wollte ich nochmal irgendwo mich Richtung Strand begeben und vielleicht ein Buch lesen in der Sonne. Ja, ein bisschen hier Spanien nochmal so richtig ausnutzen, bevor es morgen dann richtig ernst wird. Heute Morgen ist dann der eigentliche Notartermin.
Guten Morgen aus Palma. Heute ist der Tag. Ich habe gerade ausgecheckt aus meinem Hotel und an der Rezeption haben sie noch gesagt, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich hatte ich so, ja, bis zum nächsten Mal. Aber ich dachte mir, nein, ich brauche nie wieder ein Hotel auf Mallorca, wenn das jetzt gleich alles klappt. Wenn es gleich unterschrieben ist, Leute, ich habe schon mein Glücks-T-Shirt an hier. Das habe ich schon angehabt, als ich meine Wohnung in Köln gekauft habe. Also dementsprechend sollte jetzt nichts mehr schief gehen können. An dieser Kreuzung hier kommt alles zusammen. Da oben im Gebäude ist mein Anwalt. Da war ich schon vor Monaten, als das Ganze losging. Und die ersten Vollmacht, die ich ausgestellt habe, dass sie sich hier entspannen für mich um alles kümmern können. Wir sehen können wir jetzt aber alleine. Das liegt einfach nur daran, dass die Termine jetzt so gefallen sind, dass genau jetzt Shani gerade auf Bali zu tun hat. Beziehungsweise sie ist schon im Flug auf dem Weg zurück, aber noch nicht da. Das heißt, ja, ich werde das Haus jetzt alleine entgegennehmen. Was aber irgendwie auch eine ganz coole Sache ist für mich. Also ich freue mich, das zusammen mit ihr alles zu sehen, aber irgendwie dieses Gefühl, das hier zu unterschreiben und dann gleich mit dem Auto hinzufahren und zum ersten Mal aufzuschließen und alleine da drin zu sein, ist irgendwie, weiß nicht. Ich bin ja eh gerne auch mal zwischendurch alleine und ich mag das so, wenn man die komplette Stille hat. Auch geil, das zu erzählen, während man hier an der lauten Kreuzung gerade ist. Aber ich mag diese Ruhe, ich mag Sachen mit mir alleine ausmachen und das selbst zu genießen einfach. Diese ersten paar Momente da drin. Aber natürlich, wenn wir dann zum ersten Mal zusammen im Haus sein werden, das wird dann eigentlich nochmal noch schöner sein. Aber ich finde es irgendwie cool, das beides mal gehabt zu haben. Ganz alleine drin und dann mit ihr zusammen. Beides nice. So, aber das ist auf jeden Fall sozusagen mein Anwalt, der da oben ist. Auf der anderen Seite ist dann meine Bank. Lustig, dass hier alles zusammen ist. Also ich brauche auch eine spanische Bank, mit denen mache ich das hier alles. Und dann die Straße rein, da hinten irgendwo ist mein Notar. Wo dann halt alles finalisiert wird. Und in Spanien ist es anders als in Deutschland. In Deutschland unterschreibst du einen Notartermin. Das war bei meiner Wohnung in Deutschland auch so. Und dann dauert es noch Monate, bis es wirklich alles 100% fix ist. Danach wird das Geld überwiesen und Grundbuch und sowas alles. Hier in Spanien ist wirklich jetzt der Notartermin heute, das ist das finale Ding so. Die Bank bringt irgendwie eine Art bestätigten Check oder sowas mit. Und das wird alles sozusagen live ausgetauscht, gemacht, finalisiert und boom. Dann sollte ich auch eigentlich die Schlüssel bekommen. Ich kann es auch kaum glauben. Bekomme ich wirklich gleich die Schlüssel? Mal gucken. Auf jeden Fall, jetzt geht's zum Notar. Und ja, da werde ich die Kamera nicht mit drin reinnehmen, weil das ist, ja, das wäre ein bisschen unpassend. Aber wir sehen uns dann gleich danach wieder. Oh Leute, ich kann es kaum glauben, aber ich habe unterschrieben. Ich habe das Haus. Oh mein Gott. Es waren so viele Menschen in diesem Raum. Von der Bank, von der Anwalt. Notar, Verkäufer, Anwalt, mehrere Personen jeweils, noch Makler waren da. Checks wurden umhergereicht, 1000 Sachen vorgelesen, übersetzt, unterschrieben natürlich. Und jetzt, ja, jetzt ist es mein Haus. Es ist soweit, Leute. Ich habe gerade die Schlüssel bekommen. Ich war jetzt noch mit dem Makler, mit dem Verkäufer, war ich hier vorne noch was essen. Sind beide auch super nett und jetzt habe ich die Schlüssel bekommen. Es ist soweit. Ich kann jetzt zum ersten Mal alleine ins Haus. Ich war bei der Besichtigung schon zweimal da. Aber jetzt ist es halt zum ersten Mal wirklich mein Haus, wenn ich drin bin. Und boah, ich kann es immer noch nicht realisieren. Ich habe ja noch nie irgendwie ein Haus besessen oder so. Und jetzt hier die Schlüssel in der Hand zu haben, ist krass. Das hier ist jetzt mein Haus. Offiziell, ich habe hier die Schlüssel am Start. Hinten ist das Meer. Das ist der absolute Hammer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich war einfach nur komplett geflasht. Ich laufe jetzt zum dritten Mal rein, weil ich wollte hier diese letzte Szene aufnehmen. Aber ich bin einfach sprachlos. Danke, dass ich das hier so... dass ich das hier in meinem Leben haben kann. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um das alles zu realisieren. Und deswegen würde ich sagen... wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut.